Mika, welche Themen stehen denn bei LAMSA in diesem Jahr, also sprich 2021, besonders im Vordergrund? Ja, nachdem wir im letzten Jahr Antirassismuskampagne bundesweit dann durchzogen haben, haben wir dieses Jahr natürlich das große Thema Superwahljahr. Es ist ja sowohl Landtagswahl als auch Bundestagswahl. Und LAMSA hat schon immer für politische Teilhabe der Menschen mit Migrationsgeschichte engagiert. Und auch in diesem Jahr wollen wir hier also mit verschiedenen Projekten in Öffentlichkeit treten. Wir erstellen gerade Wahlprüfsteine im Bezug auf Antidiskriminierung. Dann würden wir unterschiedliche Parteien dann damit konfrontieren und in die Debatte treten. Dafür werden aber Migrantinnen und Migranten für so ein politisches Debattenformat ein bisschen geschult, um so ein bisschen Angst abzunehmen, was bedeutet, politisch in Öffentlichkeit zu diskutieren. Und das ist nicht nur so eine, ne, dass Politik wird von oben gemacht und ich muss alle politische Entscheidungen akzeptieren. Nein, wir können schon in verschiedenen Rahmen aktiv werden, engagieren und selbstbestimmt unser Umfeld dann gestalten. Dafür gibt es Schulung und auch wie im 2016 gibt es in 5 Städten in Sachsen-Anhalt Probewahl und die werden wir auch mit Briefwahl und Onlinewahl ermöglichen. Danke erstmal. Nun sind ja Migrantinnen und Migranten nicht nur Migranten und lassen sich über ihre Herkunft definieren, sondern haben noch viele weitere vielfältige Aspekte. Wie steht LAMSA denn gerade auch zur Geschlechtersensibilität und Geschlechtervielfalt? Das ist natürlich teilweise schwieriges Thema gewesen, lange, lange Zeit. Wir haben 2015 unser Demokratieprojekt angefangen und da haben wir schon miteinander diskutiert, wie besprechen wir diese Geschlechterdiversität an. Lange Jahre waren so, dass es vor allem in Führungspositionen sehr wenig Frauen vertreten war. Und das ist mittlerweile ziemlich anders. Im Vorstand vom LAMSA ist Geschlechterparität besetzt und werden auch die Sprache sehr sensibel damit umgegangen. Es geht dabei nicht nur um Mann und Frau, sondern es geht um insgesamt Gender, sexuelle Orientierung und Selbstbestimmung. Wir gehen damit Diskriminierung kritisch, diskriminierungsbewusst mit der Sprache um. Und nach wollen wir auch in unterschiedlichen Positionen dies auch durchsetzen. Und aus dieser Motivation her bin ich auch in AG Gender und Migration von Dachorganisation der Migrantenorganisation in Ostdeutschland reingetreten. Dort gibt es derzeit eine ganz aktive und intensive Debatte, wie gehen die Migrantenorganisationen mit dieser Thematik um. Weil wir haben Halle und Hanau erlebt in den letzten Jahren und in der Öffentlichkeit immer wieder diese Täterprofil kennengelernt. Und diese rassistische Denkmuster waren oft mit unterschiedlichen Ideologien zusammengebunden. Antisemitismus, Rassismus und da kommt auch Antifeminismus sehr, sehr oft in diesem Täterprofil da rein. Und da wollen wir genauer anschauen und hier in die Thematik ein bisschen vertiefen in der Diskussion, aber auch im Rahmen der politischen Beteiligungskultur bei uns.
Genau, ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema, was viele Facetten hat. Und ich bin gespannt, wie Lamsa sich dem Thema annehmen wird. Vielen Dank. Dankeschön. Ich freue mich, dass wir jetzt gemeinsam ein kleines Interview führen können. Was hat euch, was hat dich, was hat die Lamsa als Dachorganisation der Migrantenorganisation denn im letzten Jahr so beschäftigt? 2020, aber auch anhaltend in diesem Jahr, ist Ausnahmejahr durch die Corona-Pandemie. Viele Beratungsangebote mussten ja auch online umgestellt werden. Aber was uns sehr emotional mitgenommen haben, ist natürlich Ansteckungssituation in zentrale Aufnahmestelle von Asylsuchenden in Halberstadt, wo es erste Hotspot sozusagen entstanden ist, wo die Verständigung zwischen der Hausleitung und Bewohnenden nicht möglich war. Da haben wir sofort gesagt, sofort ehrenamtlich einsetzen, egal wie Zuwendung oder sowas geklärt. Wir gehen dahin. Und haben wir viele, viele Ehrenamtliche, vor allem von Netzwerkmitgliedern dort eingesetzt, damit die Kommunikation überhaupt möglich ist. So haben wir in der Tat die drohende Eskalation verhindern können, weil die Menschen haben nicht verstanden, Information nur auf Amtsdeutsch sozusagen bekommen, was selbst für die Einheimischen auch schwierig ist. Und da musste man natürlich übersetzen, also verständlich machen. Warum gibt es jetzt Testung? Warum dürfen sie nicht rausgehen? Und gleichzeitig haben sehr viele Netzwerkmitglieder haben eigens eingekauft und mit LKWs und Vans nach Halberstadt gefahren und Lebensmittel sozusagen dort gespendet. Also das war schon sehr, sehr emotional. Aus dieser Erfahrung trifft mich gerade schon sehr, wenn ich gerade in Medien sehe, wenn die Chefärzte in bestimmten Kliniken Anteil der Intensivpatientinnen auf Menschen mit Migrationsgeschichte hinweisen, mit Sprachbarriere, ignorieren sie sozusagen die Corona-Regelung. Das trifft mich sehr. Frage ich mich, warum machen Sie denn nicht mehrsprachige Vermittlung, wo überall in Deutschland mittlerweile Migrantenorganisationen etabliert sind? Sie können diese mehrsprachige Unterstützung anbieten. Warum fragen Sie denn nicht Migrantenorganisationen? Wie geht man dann hier darum, wo doch so viele Erfolgsgeschichte gibt? Ich erinnere mich gut dran an diese Situation in Halberstadt. Das war einfach unglaublich. Und das ist richtig toll, dass ihr da auch so ein großes Netzwerk habt, das da so schnell und so unkompliziert einfach eingreifen konnte. Ja. Zum Thema Netzwerk, vielleicht kann ich dir noch mal ein bisschen eine persönlichere Frage stellen. Ich weiß ja, dass du eine langjährige, erfahrene Netzwerkerin bist. Und vielleicht kannst du noch so einen kleinen Tipp geben für jetzt Leute, die noch nicht so lange dabei sind, Frau wie mich, was man da machen kann, wie man das gut macht, was du jemandem mit auf den Weg geben würdest. Wir haben ja, ob im Lebensumfeld ist oder in einem bestimmten Bereich ist, bei mir hat Netzwerk natürlich mit meinen Kindern angefangen in Nachbarschaft. Wie kriege ich die wichtige Information her? Und nach hat diese Netzwerk erweitert, wo ich doch im Netzwerk gelebte Demokratie eingetreten bin. Da gab es auch Informationsbedarf meinerseits, wie geht man mit bestimmten gesellschaftlichen Situationen um. Ich war total unsicher und wollte ich für mich eine Info holen und
ExpertInnen befragen, also wo gibt es denn so Erfahrungswerte, ja, wovon ich dann lernen kann. Und das hat mich wirklich für Netzwerksarbeit begeistert, Open End, weil dort lernt man die Leute kennen und du kannst dich ja, also Informationen holen, du kannst dich weiterbilden, es gibt Schulungs- und Unterstützungsangebote, du lernst Leute kennen, die für dein Anliegen wirklich Antwort geben können. Und durch diese Menschen lernst du noch weitere Menschen. Und das ist, glaube ich, wichtig, mein eigenes Anliegen wirklich zu identifizieren. Was brauche ich denn und was fehlt mir? Und das muss ich mir selber nicht geben, sondern da gibt es genug Leute, die dir helfen kannst. Und das war echt ein sehr, sehr intensives Bildungserlebnis für mich und auch mich im Gemeinwesen zu engagieren. Und nach und nach haben wir ja auch Migrantenorganisationen so professionalisieren können. Ich hätte ohne diese persönliche Netzwerkerfahrung in Dessau das Landesnetzwerk nicht aufbauen können. Also da habe ich echt sehr, sehr viele Infos und Know-hows schöpfen können. Die anfängliche Motivation ist, glaube ich, mein eigenes Anliegen. Was kann ich machen? Was möchte ich verändern? Wo brauche ich Hilfe für mich? Und da findet man, glaube ich, ziemlich viele Leute, die hier tätig werden können. Also das ist ganz toll. Also der Grundgedanke, ich muss es nicht alleine tun, ja? Ja. Gemeinsam. Ja. Und dann lernt man auch konstruktiv miteinander zu streiten, weil das ist gerade das Spannende, glaube ich. Ich denke irgendetwas aus, aber ich kann mich irren, ne? Also ich kann völlig in falsche Richtung gehen und da kann ich mich korrigieren. Wie mache ich das? Und das ist echt ein Bildungserlebnis. Akademie der Demokratie. Vielen Dank. Das ist total motivierend, das zu hören. Dankeschön. Hallo, liebe Claudia. Du hast ja jetzt seit kurzem eine neue spannende Position. Und wir beide kennen uns ja quasi beruflich daher, dass du im Integrationsbüro der Stadt Dessau gearbeitet hast. Und ich sehe dich ja quasi immer noch so richtig im gleichen Kontext, obwohl du jetzt eine ganz andere bist. Und wir hatten noch nicht so richtig Gelegenheit, uns mal darüber auszutauschen, was deine neue Arbeit jetzt eigentlich bedeutet. So, was hat sich denn für dich geändert? Hat sich in dem Sinne doch einiges geändert, dass ja nochmal andere Themen dazugekommen sind. Also sicherlich hat schon das Thema Geschlechtersensibilität, Diversität auch im Integrationsbüro eine Rolle gespielt, aber dann doch nicht so ganz erheblich. Ich habe da jetzt so versucht, in den letzten Monaten erstmal Kontakte zu knüpfen. Da wären wir wieder beim Thema Netzwerken. Also versucht vielleicht auch erstmal Einzelgespräche zu führen mit Partnern und habe da schon so ein zwei Themen identifiziert, die so ein bisschen dringlicher sind. Das ist einmal das Thema häusliche Gewalt, was ja auch jetzt durch Corona bedingt nochmal sehr verstärkt wurde. Da gibt es auch Bestrebungen mit den Partnern, da vielleicht so eine Vereinheitlichung hinzubekommen. Und auch gerade da fällt immer wieder auf, dass gerade Migrantinnen manchmal vielleicht noch nicht so gute Unterstützungsmöglichkeiten haben, wie sie haben sollten, dass das noch ein Feld ist, was noch ein bisschen ausgebreitet werden könnte. Ein anderes Thema waren die Frauenorte in Dessau-Roßlau. Da gibt es ja ein landesweites Projekt, was Frauenorte beleuchtet, die in der Geschichte eine größere Rolle gespielt haben. Da habe ich feststellen dürfen, dass wir in Dessau-Roßlau 4 Frauenorte haben und auch so ganz unterschiedliche. Also so vielleicht bekannt ist das Bauhaus,
Und dann gibt es auch einen Frauenort im Stadtpark, was darauf verweist, dass in Anhalt damals noch am Anfang des 20. Jahrhunderts die erste Abgeordnete, eine weibliche Person sozusagen aus Anhalt im Parlament saß. Vielleicht so erstmal ein paar Sachen, die sich verändert haben. Also nochmal ganz andere Themen, die da hinzukommen. Ich finde es aber auch total toll, dass ich trotzdem zum Beispiel auch bei den Vielfaltsgestaltern noch aktiv sein darf und sozusagen trotzdem noch aus meiner alten Arbeit was mit rübernehmen konnte. Du sitzt immer noch neben dem Integrationsbüro, also so ganz trennt ihr euch nicht, oder? Ich denke, wir werden da auch in Zukunft noch weiter zusammenarbeiten, um vielleicht auch einfach so Querschnittsthemen mehr zu stärken. Ich glaube, das hat so die Arbeit hin zu mehr Vielfalt und Diversität auch gezeigt, dass man ja nicht alleine ist und jeder ganz unterschiedliche Positionen einnimmt. Jeder ist eine Frau, aber es gibt halt auch unterschiedliche Herkünfte, wie auch immer. Und ich glaube, das macht schon Sinn, wenn man da auch gemeinsam agiert. Toll, dass die Stadt Dessau-Roßlau sich entschieden hat, dich auf diese Position zu setzen. Und ich freue mich, dass wir weiter im Netzwerk zusammen sind. Hallo Claudia. Hallo Angelika. Ich habe gerade so ein bisschen mitgekriegt, dass auch für dich so ein Thema, gerade auch in deinem Bereich jetzt als Gleichstellungsbeauftragte, häusliche Gewalt auch ein Thema ist. Und ich denke, klar, durch diese ganze Corona- und Geschichte und diese Pandemie, ja, weiß man nicht mehr so genau, was sich da hinter Türen abspielt. Und die andere Frage ist, wie kommen denn tatsächlich auch Frauen oder auch Kinder an Ansprechpartnerin? Ja, momentan ist es ja alles auch ein bisschen runtergefahren. Ich weiß, die Beratungseinrichtungen, von denen wir ja auch einige haben, bieten Telefonberatungen an oder beziehungsweise nach telefonischer Anmeldung auch immer noch Präsenztermine. Also auch um dieses Thema halt zu stärken, die Wichtigkeit hervorzuheben und den Frauen zu zeigen, ihr seid nicht alleine. Wenn ihr Hilfe braucht, dann gibt es Unterstützung. Ich hatte jetzt sozusagen schon das Glück, Anfang des Jahres mal die Akteurinnen und Akteure, die in diesem Bereich arbeiten, an einen Tisch zu holen, um uns vielleicht auch einfach gemeinsam mal auszutauschen, wie aktuelle Bedarfe sind, was sie sich wünschen würden für Dessau-Roßlau, was besser laufen könnte. Es war eine interessante Runde, weil auch die Beratungseinrichtungen dabei waren, auch die Verwaltung war mit dabei. Und natürlich auch die Polizei. Wir sind da jetzt auch ein bisschen auf dem Weg zu gucken, wie kann man da noch sich besser abstimmen, auch zukünftig, um vielleicht besondere Fälle auch gemeinsam zu besprechen. Es gibt sozusagen die Anfänge eines Netzwerks, wo man sagt, es gibt so ein Dach von einem Arbeitskreis, wo das Thema häusliche Gewalt tatsächlich thematisiert wird. Da hatte ich dich jetzt richtig verstanden. Richtig, also da gehören halt ja auch viele Partner dazu. Also es ist ja auch wichtig, sozusagen die Partner alle zu kennen und gemeinsam voneinander zu wissen. Ich glaube, das ist immer wichtig. Was mir gespiegelt wurde, war auch der Wunsch nach gemeinsamen Fallberatungen, damit man vielleicht auch voneinander weiß. Ganz oft, es passiert auch in anderen Beratungsfunktionen, ist es ja so, dass man manchmal parallel an Sachen arbeitet. Und dann ist es vielleicht günstiger, man weiß voneinander, man weiß von gewissen Fällen und kann auch nochmal nach anderen Lösungen suchen, nach anderen Ansätzen und kann sich auch gemeinsam austauschen. Eine deiner Vision, dass du sagst, ja, das ist auch so etwas, was ich als Gleichstellungsbeauftragte, was mir ein Anliegen ist. So hatte ich das vorhin auch verstanden, dass es etwas ist, was sich sehr bewegt. So. Das ist ein wichtiges Thema, was nicht vergessen werden darf. Und ich glaube, wir mögen alle total schöne Themen, Wohlfühlthemen, aber es ist halt ein wichtiges Thema, was brisant ist und was immer Statistiken auch zeigen, dass das Thema halt nach wie vor aktuell ist. Und ich glaube, da gehört auch noch viel mehr dazu. Da gehören ja auch Präventionsangebote dazu, dass vielleicht aus jungen Frauen und jungen Männern keine Opfer und auch keine Täter oder Täterinnen werden. Das wäre schon eine Vision. Nichtsdestotrotz ist mir zusätzlich auch das Thema Familie total wichtig. Und ich finde, sowohl bei uns in der Verwaltung als auch in der Stadt selbst wäre es mir ein Anliegen, das Thema Familienfreundlichkeit noch weiter zu stärken. Ja, dann weiterhin viel Erfolg.
Ja, danke. Ich hoffe, wir sehen uns in diesem Kontext dann nochmal.